Hallo Freunde! Sorry, sollte die letzte Folge etwas leise sein, gewesen sein vom Kommentar her. Oder solltet ihr einfach gar keinen Kommentar gehört haben? Das Problem war, dass ich hier das Mikro sehr, sehr leise gestellt hatte. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Also beziehungsweise ich habe es jetzt gemerkt, aber jetzt ist die letzte Folge halt schon vorbei. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie in der Post-Production irgendwie noch hin. Sodass ihr da auch irgendwie einen Ton habt, also irgendwie einen Kommentar, weil sonst ist es ja kein Let's Play. Naja, schauen wir mal. Die Favoriten, zweite Etappe, Tour de Suisse, sind Arno Dümmer, Dylan Groenewegen, Marcel Kittel, Peter Sagan, Alexander Christoph, Caleb Ewan, André Greipel, Mark Cavendish, Matteo Trentin, Edward Borstenhagen und Sam Bennett. Wir sehen uns gleich im Rennen. So, zweite Etappe also. Tour de Suisse, Frauenfeld nach Frauenfeld, 160,6 Kilometer. Es sieht so aus, als wäre es heute ein Rundkurs, den die Fahrer bestreiten müssten. Lukas Spengler geht gleich mal mit einem guten Beispiel voran, setzt sich an die Spitze des Hauptfeldes und jetzt gibt es die ersten Attacken des Tages. Den P-Bug müssen wir erstmal beheben. Lukas Spengler und Alexander hier. Beide versuchen sie jetzt also auszureißen. Gleich mal vom Beginn der Etappe weg. Sozusagen eine Doppelattacke von Team Austria Cars. So sieht man das doch gerne. Lukas Spengler, der Lokalmatador, mitgehen. Juul Jensen, Langefeld, Gatto und die beiden Fahrer von Fortuneo, Fonseca und Hardy. Und auch Duval aus der Ajoie Dessert-Mannschaft versucht anzugreifen. Es gibt einige heftige Reaktionen im Feld, also nicht jeder da hinten ist zufrieden mit dieser Attacke. Im Gegenteil, einige Mannschaften versuchen, die Ausreißer sofort wieder einzuholen. Und natürlich ist heute eine Etappe. Komm, Spengler soll es nochmal probieren. Also Lukas Spengler. Warte mal. Lukas Spengler nochmal mit einer Attacke. Und ja, die vier können sich so ein bisschen wenigstens absetzen. Juul Jensen und auch die im Hinterrad, dann Langefeld, Burkhardt und Duval gibt also die nächsten Attacken. Und diesmal gibt es erstmal keine Reaktion. Danny McLay, der ist schön weit vorne platziert, ist glaube ich der Bestplatzierte aus unserer Mannschaft, was die Gesamtwertung angeht. Das erste Etappline haben wir ja nicht so gut bestreiten können. Im Gegenteil. Da sind wir im Einzelzeitfahren ziemlich unter die Räder gekommen. So muss man das durchaus sagen. Schauen wir mal, wie es jetzt also weitergeht. Hier bei dieser Tour de Suisse. Spengler, also in der Ausreißergruppe, der würde bestimmt gerne heute eine Etappe gewinnen. In der Schweiz. Das wäre mit Sicherheit nichts Schlechtes für ihn. Und jetzt gibt es die nächsten Attacken. Kemner versucht's. Und auch Kotschiatajew aus der Astana-Mannschaft. Aber jetzt geht das Feld schon wieder etwas energischer hinterher. Also das ist ihnen dann doch wieder zu viel, wenn jetzt da auch noch mehr Fahrer weggehen würden als ohnehin schon. Also erstmal alles wieder zusammengelaufen. Da hat das Feld kein Interesse dran. Jevhenij Utarovic, vielleicht ist er jemand, der heute im Massensprint, sollte es einen geben, ein Wörtchen mitreden kann, wer weiß. Das ist das Profil des heutigen Tages. Naja, eigentlich kann man sich schon festlegen, er ist wohl keiner, der das kann. Denn das Profil ist eindeutig zu schwer für ihn. Das würde mich schon sehr überraschen, wenn er am Ende noch bei den Besten mit dabei wäre. So, jetzt gibt es vorne den Sprint um die Bergpunkte. Spengler und hier haben den mal wieder großartig verpasst. Und Juul Jensen holt sich die Punkte der Däne vor. Ich glaube, Markus Burkhardt war zweiter, nee, Romain Hardy war zweiter, dritter Markus Burkhardt, der hier noch deutscher Meister ist. Schauen wir mal, ob er diesen Titel dann bald verteidigen kann, denn die Meisterschaften, ihr wisst, die dauern ja auch nicht mehr lang. Dann haben wir also wieder Kämpfe um Titel und Trikots vor der Nase. Darauf freue ich mich natürlich auch schon, ist ja ganz klar. So. Also Spengler und hier sind wieder drin in der Gruppe. Alexander hier, für ihn war natürlich dieses Einzelzeitfahren gestern ein Debakel. Also in-game gestern, ihr wisst ja Bescheid. 4 Minuten hat er gleich mal verloren.
Und damit kann er wohl jede Hoffnung in Sachen Gesamtwertung, aber auch in Sachen Nachwuchswertung schon mal begraben. Also das war wieder so ein kleines Zeichen dafür bei Alexander hier. Ist noch eine Menge Arbeit nötig, bis aus ihm ein ernstzunehmender Berg- und Rundfahrer wird. Vor allen Dingen Rundfahrer. Am Berg selbst ist er mittlerweile schon ganz ordentlich. Hat ja auch schon einen Karrieresieg holen können. Letzte Saison bei... jetzt fragst du mich was. Bei welchem Rennen weiß ich gerade leider nicht. So, und dann würde ich mal sagen, es gibt eine Runde Getränke für alle. Yannick Meyer gibt einen aus. Jordi Simon, der hat heute nur die Anweisung, sich unbedeckt im Feld zu halten. 106. ist unser spanischer Kapitän mit 2 Minuten 38 Rückstand in der Gesamtwertung. Also auch bei ihm muss man halt ganz ehrlich sagen, es wird wohl nicht ernstzunehmend sein, was er in Sachen Gesamtwertung anzubieten hat. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Und es gibt hier echt einen Sprint um die Punkte. Das finde ich krass. Aber kann man natürlich machen. So, Spengler und hier erhöhen nur das Tempo. Die Punkte gehen an. Ich habe keine Ahnung wen. Wir schauen gleich. Erstmal bringen wir die beiden wieder in die Gruppe rein. Safe. Das war okay. So, und jetzt gucken wir. Also hier haben wir nochmal das Bergwertungsergebnis und hier also die Spritwertung. Romain Hardy gewinnt von Markus Burkhardt und Jule Jensen diese Bergwertung. Sehr schön. Apropos Sprintwertung, Entschuldigung, gleich gibt es auch die nächste Bergwertung. Und auch da erwarten wir natürlich wieder Angriffe um die Punkte. Könnte auch mit hier versuchen, auf die Bergwertung zu gehen bei dieser Tour de Suisse, ne? Wäre eigentlich eine lustige Idee. Probieren wir es mal. So ein bisschen wenigstens. So, Alex hier versucht da dran zu bleiben an Jule Jensen. Alleine das wird schon schwer. Da ist schon eine kleine Lücke aufgegangen. Eieiei. Keine Chance, okay. So viel zur Bergwertung. Das kannst du ja komplett haken. Das kannst du ja echt komplett haken. Also, Alex hier, wie gesagt, ihm fehlt noch einiges. Jule Jensen holt sich diese Punkte, hat damit 10 bereits auf dem Konto. Spengler hat jetzt schon eine ganz schöne Lücke zu denen da vorne reißen lassen müssen. Ist natürlich wieder die Frage, ob er da überhaupt nochmal zurückkommt, aber ich glaube schon. So, das sieht doch gut aus. Jetzt schließt er erstmal zu Alexander hier auf. Dann können die beiden auch gleich gemeinsame Sache machen, um wieder zur Gruppe Anschluss zu finden. Zusammen mit Duval. Julien Duval aus der Ajeu Désert La Mondiale Mannschaft. So, damit sind sie wieder vorne drin. Hinten gab es einen Sturz. Und ich fasse es nicht. Daniel McLay ist betroffen. Das ist das Negative. Das Positive ist, er ist der Einzige aus unserer Mannschaft, der betroffen ist. Hutarovic, Orbe, Simon, all diese konnten weiterfahren. Sind also nicht betroffen von diesem Sturz. Ja, was macht jetzt Haralds Orbe? Bleib erstmal vorne. Orbe ist ja auch keine schlechte Partie. Yannick Meyer, Simon, wie gesagt, alle nicht betroffen vom Sturz im Hauptfeld. Jetzt gucken wir natürlich, wo ist Danny McLay? Der ist hier, also auch wieder auf dem Rad. Immer noch im Feld, also alles gut. War nur ein Schockmoment, Demar hat scheinbar auch erwischt und noch einige andere mehr. Aber alle können das Rennen hier fortsetzen. Und das ist das Wichtige. Das ist das Wichtigste. Die Frage ist, ob wir... Ja, die Frage ist so vieles, ne? Ja, gucken wir mal, wie Danny McLay nach vorne kommt. Wie es ihm dann geht und so. Simon hat es auf jeden Fall gut überstanden. Das ist schon mal schön.
Wobei ich halt auch ganz ehrlich sagen muss, was glaube ich eigentlich, was wir mit dem in der Gesamtwertung reißen. Also ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, wird mit Jolly Simon nichts möglich sein, denn wir sehen ja, wie schwer sich ein Luis Verwacke tut bei der Dauphiné-Rundfahrt. Und die Tour des Wills ist halt nicht wirklich einfacher zu bestehen. Ne? Das muss man halt ganz ehrlich auch so sagen. Also von daher muss man da die Erwartungen an Jolly Simon vielleicht auch ein bisschen zügeln einfach. Denn ich glaube nicht, dass er hier unter die Top 10 fahren kann. So ehrlich muss man auch sein. So, Tempo in der Ausreißergruppe ist jetzt enorm angestiegen. Weiß jetzt auch nicht genau warum. Gibt gleich wieder eine Punktewertung. Aber deshalb dürfte eigentlich nicht so sein. Wahrscheinlich ist das Tempo im Feld einfach sehr hoch. Das könnte der Grund sein. Das ist natürlich schlecht für unsere Sprinter. Für Hutarovic und für McLay. Und es geht wieder los. Der Sprint ist wieder eröffnet. Spengler und hier hängen sich einfach mal dran in dieser Runde. Und das war's auch schon wieder. Punkte gab's für die folgenden Fahrer. Ardi, Juliensen und Langefeld. Aber das hohe Tempo kostet jetzt natürlich Kraft. Und jetzt gibt's auch gleich wieder die Bergwertung. Das ist natürlich alles andere als energiesparend, was hier gerade von den Fahrern verlangt wird. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und was dann auch von der Gruppe hier verlangt wird. Denn die geben richtig Gas. Etwas mehr als 1 Kilometer bis zur Bergwertungsabnahme. Jetzt greift Markus Burgert an. So, beide geben jetzt hier richtig Dampf, damit sie hier nicht wieder so abgehängt werden wie das letzte Mal. Das muss ja nämlich nicht sein. So, Ardi holt sich die Punkte von Markus Burkhardt und Juliensen. Damit bleibt der Däne vorne in der Gesamtwertung, in der Gesamtwerkwertung. Ein Punkt vor Romain Ardi. Ein Anstieg kommt noch. Es ist gut möglich, dass auch bei dem Anstieg dann einer aus dieser, Gruppe die Punkte einstreichen wird. So. Alles klar, Alexander hier ist jetzt schon deutlich mehr angefressen als Lukas Spengler, von daher ist, glaube ich, die Rollenverteilung ziemlich klar. Hier ist nur noch der Helfer sozusagen und Spengler darf sich über die Kapitänsrolle für heute freuen, zumindest was die Ausreißer angeht, sage ich mal. Hinten im Feld sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wobei ich halt auch ganz ehrlich sagen muss, es hätte, glaube ich, auch nicht so viel Unterschied gemacht, ob wir jetzt gesagt hätten, wir setzen nicht auf Hutarovic, sondern auf Haritz Orbe, weil der sieht auch nicht so blendend aus momentan. Also die sind alle sehr gezeichnet von dieser scheinbar echt schweren Etappe. Sah ja erst nicht so aus auf dem Reißbrett, aber jetzt so langsam kristallisiert sich es dann doch raus, dass die Etappe wohl sehr, sehr schwierig ist. 2,5 Minuten Vorsprung noch für die Ausreißer. 45 Kilometer noch bis zum Ziel der heutigen Etappe. Also es sieht eher so aus, als würde das Feld am Ende den Sieger ausmachen hier. Yannick Meyer, der ist auch schon ja, jetzt am Platzen. Vielleicht gibt es auch die nächste Punktewertung. Bin mal gespannt, ob die Gruppe immer noch dann die Kraft hat, darum zu kämpfen und zu fighten. Jetzt fällt Alexander hier, glaube ich, so langsam auseinander.
Der kann dem Tempo jetzt nicht mehr folgen. Ja, da fehlt es dann doch ein bisschen an Rennhärte. So ehrlich muss man dann sein. Aber noch bleibt er dran, Alexander hier. Was war denn das? Ach, man kann über die Schulter gucken. Das ist ja lustig. So, jetzt fällt er zurück. Alexander hier. Da kann er nicht mehr mithalten. Lukas Spengler ist noch vorne. Und hinten im Feld, McLay und auch Hutarovic sehen alles andere als gut aus. 30 Kilometer vor dem Ziel ist unsere ganze Mannschaft schon wieder ziemlich platt. Toll, ne? So, Spengler. So, das war jetzt nicht das beste Hinterrad, glaube ich. Denn Markus Burkhardt ist genau in dem Moment komplett eingebrochen. Romain Hardy holt sich die Punkte. Und jetzt, wo alle Schwäche zeigen, ist die Attacke von Lukas Spengler am Start. Aber auch er ist hier nicht mehr der Stärkste in diesem Finale. Hardy und Juliensen können folgen. Und damit geht es jetzt also auf die letzten 26 Kilometer zu dritt. Spengler, der hat noch ein bisschen was im Köcher, so ist es nicht. Boah, ich hätte mir jetzt so einen Arsch gebissen, wenn hier wirklich Tempo gemacht hätte. So die ganze Zeit und vorne kämpft unser Kapitän ums Überleben. Doch hätte ich gekotzt, sag ich dir ganz ehrlich. So, Spengler, Juliensen und Hardy. So langsam scheinen also die vielen Tempoverschärfungen dann doch ihren Tribut zu zollen. Juliensen fällt zurück und auch Romain Hardy kann das Tempo von Spengler hier nicht mehr folgen und das bergauf. Das muss man sich auch mal geben. Letzter Anstieg. Ja, danach geht es schon noch ein bisschen bergauf, so ist es nicht. Und Spengler holt sich zumindest mal die Punkte hier. Toni Martin, wo kommt denn der jetzt her? Okay, das ist ja interessant. So, Simon, der kann Gas geben hier. McLay ist noch mit dabei, Hutarovic, der fällt zurück. Also das war die Hoffnung, Jueni Hutarovic, einmal mehr enttäuschend. Aber wir haben auch eigentlich mit nichts gerechnet, von daher kann man nicht wirklich von einer Enttäuschung reden. Spengler auf den letzten 20 Kilometer. Noch 20 Sekunden sein Vorsprung. Ah, das ist nicht viel, das ist nicht viel. Gleich geht's bergab. Er hat es gleich geschafft, aber eben noch nicht. Noch hält er die 20 Sekunden. Gleich geht's bergab und danach flach weiter in Richtung Ziel. 13 Sekunden Vorsprung nur noch für Lukas Spengler. Das sieht man schon, den ersten Fahrer, Morabito ist es, ein anderer Schweizer. Junge, bleib stabil. Oh, der rote Balken schwindet. Und ja, es sieht aber so aus, als würde Spengler jetzt in der Abfahrt sein, oder? Müsste. So, Jordi Simon ist jetzt der Bestplatzierte auf einmal. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. McLay ist noch dabei, aber ich glaube, ja, mal schauen. Der muss er sich halt erholen. So, und Spengler versucht jetzt im Solo das Ganze zu Ende zu fahren, aber das kannst du ja vergessen. Der Junge hat kaum noch Kraft. Da ist nichts mehr in den Beinen übrig. Schade, Lukas Spengler wird eingeholt vom Hauptfeld, aber es war ein schöner Kampf von ihm. Einmal mehr haben wir gefightet bis zum letzten. Gereicht hat es leider nicht. Die letzten 10 Kilometer dieser Etappe brechen jetzt an. Danny McLay hat zwar keinen grünen Balken mehr, aber umso mehr Willenskraft, hier noch irgendwo vorne anzukommen. Also ganz, ganz stark. Und Lukas Spengler, der ist auch richtig weit vorne jetzt unterwegs. Und sieht es gar nicht ein, warum er zurückfallen sollte. Ne? Auch nicht schlecht. So, McLay, der hat noch einen Sprintbalken. Das hat er halt noch, aber sonst nichts mehr. Das ist halt so das Ding. Eigentlich mal ein Modulo, ja, warum nicht? Auch Jordi Simon hat ja sein Hinterrad gefunden.
So, letzten 3,9 Kilometer. Krone wegen ganz, ganz vorne. Und jetzt kommt McLean nach vorne. Aber der kann hier nicht mehr folgen. Der kann hier gar nichts mehr machen. Und damit muss jetzt Lukas Spengler, so gut es geht, die Kohlen aus dem Feuer holen für unser Team. So gut es geht, wie gesagt. Was auch immer das bedeuten mag. Gianni Moscon. Und der letzte Kilometer ist erreicht. Lukas Spengler jetzt im Sprint. Aber da ist er ziemlich schnell, ziemlich platt. Meine Güte. Also, Sprinter war noch nie. Marcel Kittel holt sich die zweite Etappe und für uns. Ja. Ja, was soll man sagen? Wie schon beim letzten Rennen, Platz 32. Auweia. Da sehen wir Lukas Spengler, den großgewachsenen Schweizer. Und ganz vorne gewinnt der bullige Marcel Kittel den Sprint mit all seiner Power. Also, Sieg an den deutschen Marcel Kittel vor Arnaud Demar und Mark Cavendish. Vierter wird Dylan Groenewegen, fünfter Alexander Christoph, dann André Greipel, Sascha Modolo, Sam Bennett, Gianni Moscon und Peter Wakoch. Schade. Trotzdem, von Spengler war es eine ordentliche Leistung. In der Gesamtwertung führt weiterhin Rohan Dennis vor Jaron Thomas und Toni Martin, vierter Maximilian Schachmann, dann Ilnur Zakarin, Bob Jungels, Dylan van Baarle, Marc Soler, Mats Pedersen und Edvald Boas von Hagen. Da ändert sich also nichts, glaube ich. In der Bergwertung führt jetzt Romain Hardy mit 14 Punkten vor Christopher Juul Jensen, der hat 12, Markus Burkhardt hat 7 und hey, Lukas Spengler 5 Punkte in der Bergwertung. Ob die nochmal was wert werden? Ich glaube es nicht, aber wir halten es mal so fest. In der Punktewertung im Kampf ums schwarze Trikot führt jetzt also Marcel Kittel mit 25 Punkten. Arnaud Demar hat 20 und Romain Hardy hat 18. In der Nachwuchswertung führt Maximilian Schachmann 20 Sekunden vor Marc Soler und Mats Pedersen und 27 Sekunden vor Gianni Moscon und Lennart Kemner. In der Teamwertung führt das Team Katjuscha Alpecin 18 Sekunden vor Sky und 45 Sekunden vor Quickstep Floors. Ja. Und damit war's das von der zweiten Etappe der Tour de Suisse. Lukas Spengler war unser bester Mann als 32. Peter Sagan auch ganz schön weit hinten. Michael Matthews, also da haben es ein paar Juren. Oh mein Gott, ey, was ist hier eigentlich für eine Konkurrenz? Naja. Nehmen wir es mal positiv, Roddy Simon hat heute keine Zeit verloren. 71. ist Lukas Spengler, 79. Roddy Simon. Und war nicht McLean unser Bester? Jawohl, der ist 58. 2 Minuten 9, sein Rückstand. So, und als nächstes müssten wir uns dann wiederfinden zur letzten Etappe der Dauphine-Rundfahrt. Kriterium Dauphine. So müsste es sein. Schauen wir mal. Jo, und so ist es. Letzte Etappe des Kriterium Dauphine. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, euer Fritte.